17 der lebensmüde Physiker Henley fühlt sich stark an Neil Linnaeus erinnert, an ihr erstes Zusammentreffen mit dem Schwergewicht in seinem Telematikbüro im Orbit des Treveys. Jetzt erinnert er sich, ich denke, ihr bastelt am Warp-Antrieb rum. Neil Linnaeus vom Tunnel hat das mal erwähnt, Achille unterbricht ihn, wer soll das sein? Nie gehört. Eins steht fest, von Physik hat er keine Ahnung. Warp, wenn ich das schon höre. Unser Problem ist der Standard-Normalraum. Da brauchen wir keine Fantasiemärchen vom sogenannten Hyperraum erstutzt, eigentlich haben wir schon alles verstanden. Die stationären Raumzeitflächen, die sich durch uns schieben. Auf der Plancklänge ist die Raumzeit diskret. Wisst ihr, was das heißt? Einpacken. Freilich löscht sich der Raum aus. Alles eine Potenzialfrage. Der Spiegel ist grausam. Wenn einer Universum sagt, hat er den Hauptfehler bereits gemacht. Präzise. Das Zentralwort hat eine Gesamtenergie von Null. Haargenau. Er schüttelt erneut den Kopf, diesmal winkt er dabei sogar noch ab. Oh Mann. Es ist doch so einfach, den Knopf hinten zu drücken und sich diesen verfluchten Helm vom Kopf zu reißen. Hier auf dem Wu ist der passende Platz, besser gesagt die ideale Raumzeitfläche Null. Sphinx hat zwar keine Ahnung von Physik, im Gegenteil, er pfeift auf das Fach, hat es bald möglichst abgewählt, doch erst platzt ihm der Kragen endgültig, schlussgeschnupft. Ausgekrächzt. Sofort aber hallo, kreischt er aufgeregt in seinen Helm. Perplex dreht sich Achille in seine Richtung. Zum ersten Mal nimmt er den jungen Ruber richtig wahr. Svino fuchtelt mit den Armen und stampft mit den Beinen. Staub wirbelt auf. Retten uns geschwind, du musst. Helfst gewollt bestimmt, damit wir, Bart Schala somit auch. Stopp gequackt, Punkt genau. Bitte danke ab dafür. Er greift sich den jungen Physiker, rüttelt und schüttelt ihn durch so fest er kann. Die beiden vollführen einen recht seltsamen Tanz hier in der sternenklaren Nacht des Wu. Dennoch erzielt er seine Wirkung. Achille scheint wie aus einem Traum erwacht. Er stolpert JJJJ. Ja, ja, schon gut, Sphinx hört mit der Schüttelei auf. Streng blickt er seinen Tanzpartner dabei an. Wer seid ihr eigentlich, und was macht ihr hier? Fragt der Physiker weiter. Diesmal übernimmt Henley, also ich bin Henley und das hier ist mein bester Freund, Sphinx. Wir sind hier gestrandet, das ist erstmal alles, was der junge Prinz rausdrücken kann, denn er wird von einem weiteren Wu-Bewohner unterbrochen. Wu-Boot kommt angerollt. Der Energieblitz des schwarzen Nulling-Testschiffes hat seine Akkus so weit aufgeladen, dass er sich die 30 Meter zum Wesplei vorgenommen hat. Wu-Boot, 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 krächzt er. Henley stellt durch zu ihrem neuen Freund. Jetzt endlich lächelt Achille, was ist denn das? Fragt er sichtlich erheitert. Moment mal, Wu, er springt um den treuen Wu-Boot rum, sucht seinen metallischen Hals nach etwas Bestimmten ab. Du meine Güte, ruft er wenig später. Kann das sein? Ich hab es befürchtet, Henley und Sphinx linsen sich an. Da steht's Apophis Corichi. Das muss mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur und so weiter Großvater gewesen sein. Wenn er das wüsste. Sagenhaft. Achille wendet sich an den pflichtbewussten Wetterdatensammler. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir deine Sammeldaten abholen. Komm mit, Wu-Boot. Endlich, nach mehr als 250 Jahren im Dienst, diese Anweisung. Wu-Boot ist emotionslos froh und trottet wie ein kleines Hündchen hinter seinem Herrchen her.